Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir in diesen 7 Schritten auf Weihnachten zu, bei diesen großen Antiphonen, in diesem Jahr besonders das Ende betrachten, wie diese Rufe kommen, akzentuiert sind, so greift das heutige Kommen ganz zurück auf die beiden vorangegangenen Antiphonen, die ganz im Kontext von Befreiung und Erlösung stehen. Wenn es dort heißt, komm und führ heraus den Gefangenen aus dem Kerker, den, der in Finsternis sitzt und im Schatten des Todes. Ganz weit zurück griff gestern und vorgestern die Antiphon in die Heilsgeschichte Israels, den Exodus, diese Befreiungstat Gottes, indem er sich sein Volk herausführt und schafft, indem Israel wirklich zu Israel wird, zum erwählten Volk Gottes und zum befreiten Volk Gottes. Und wie das menschliche Geschick ist, weiß Gott sogar aus dem verrotteten Baumstumpf des davidischen Königtums ein Reis hervorgehen zu lassen, als Hoffnungsträger. Heute ist es eine fast belanglose Situation, die in der Antiphon herbeigerufen wird. Es ist ein korrupter Palastvorsteher. Die hat es offenbar zu allen Zeiten gegeben. Er wird ersetzt und er erhält den Schlüssel des Hauses David. Eine andere biblische Stelle wird herbeigezogen, dass nämlich Christus, wie es in der Apokalypse heißt, den Schlüssel für Tod und Unterwelt hat und ihn verwahrt. Und auf der Bildebene geht unsere Antiphon einen letzten großen Schritt, indem sie diese Metapher auf Christus selbst überträgt und ihn selber so nennt. Du Schlüssel Davids. Dieser Schlüssel, Christus, weiß den in Todesschatten und Dunkel und im Kerker Sitzenden zu befreien. Wir selber identifizieren uns damit, nicht nur mit der Heilsgeschichte Israels, sondern heute sehr individuell und persönlich. Und jedes Mal in einem dieser Kommrufe am Ende der Antiphon liegt für uns eine Aufgabe, eine Frage, die wir uns stellen können. Was ist mein Kerker? Was ist mein Schatten des Todes, aus dem Christus der Schlüssel ist, um die Tür zu öffnen, um mich ins Licht zu führen, um mich in die Freiheit zu bringen, um mich wirklich zu erlösen? Auf diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, kann nur jede und jeder selber eine Antwort finden. Aber wir vertrauen uns diesem Schlüssel Davids, der Christus ist, an, weil wir wissen, er allein schafft es, diesen Kerker zu sprengen, das Verlies zu öffnen und uns ins Licht, ins Leben, in die wahre Freiheit zu führen. Say that.